Hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. In der letzten Folge haben wir uns ein paar Nebenaufgaben gewidmet oder gekümmert, besser gesagt, und haben, wie ihr sehen könnt, die Kolonie ein bisschen aufgebaut. Bei Juju, nämlich kann man hier einfach Wiederaufbau drücken und muss einfach Geld zahlen und sonst was und Materialien, um aufbauen zu können. Auf jeden Fall haben wir die zeitlich begrenzten Quests jetzt abgeschlossen und haben dafür ein paar andere gemacht, freigeschaltet. Und ja, wir lassen erstmal die Kolonie 6 Aufgaben. Aber ich glaube, eine werden wir vielleicht sogar machen. Und zwar... alles auf Stufe 1 muss ich machen, okay. Also müssen wir vielleicht... hier müssen wir auf jeden Fall ein paar Sachen noch sammeln, dass wir alles auf Stufe 1 kriegen. Weil mit diesem Nanoreaktor kriegen wir... einen Ätherofen, mit dem wir, den wir dann automatisch haben. Also mit uns rumtragen. Da müssen wir immer nicht, da müssen wir nicht nach Kolonie 9, um die Kristalle herzustellen. Aber naja, ich habe letzte Folge gesagt, heute kümmern wir uns um die Story und das machen wir auch. Wir kümmern uns jetzt einfach um Story-Technisches. Naja. Okay, einfach ein Wächter. So. So. Okay. Mal den hier. Mach mal ein Schild. Backslash. Oh, wir machen... es geht der Schaden eigentlich, ne? So. So, dann sind wir schon bei der Hälfte. Aber wir sind doch erst Level 31, also so ist nicht. Also dürfen wir noch ein paar Schwierigkeiten haben mit den ganzen Gegnern hier. Backslash. Shield. Was machst du denn jetzt? So. Immun gegen dieses. Ach, du bist stärker. Als ob du gerade auf Level 29 hoch bist. So. So, aufmuntern. Das wollte ich eigentlich nicht. Kacke, das war zu früh. So, Wissen. Wen greift er denn an? Ryan. Der geht drauf, oder? Nein, geht er nicht. Aber Gift kriegt er. So, hier. Jetzt greift er mich an, deswegen. So. So. Ah, er hat seine Phase beendet, die man sich stärker gemacht hat. Auf jeden Fall ist er gleich down. So. So, Air Slash, perfekt. Okay. Der Initiationsritus wurde durchgeführt. Der Oberkörper des Bionis ist nun zugänglich. Okay. Aber wir gehen nicht in den Aufzug, noch nicht. Wir sammeln erstmal die Sachen, die wir sammeln können. Also das hier drüben, wenn es möglich gewesen wäre, aber nein. Story. Cutscene. Huh? The lift don't work. Looks like it's been broken for a while. We'll have to find another way up. Another way?
You don't mean climb up there? We may have to. Come on, you can't be serious. Why'd someone build a lift that don't work? No complaining. Let's start looking for a place we can climb up. Der ist wahrscheinlich nicht kaputt. Er ist wahrscheinlich einfach nur gerade deaktiviert für uns. Was haben wir hier? Nix, Götz. Geh mal wieder zurück. Gehen wir einfach zurück auf die andere Seite rüber. Sprung. Hier ist der Stein kaputt, den wir drüben haben. Wollstein. Ja, tatsächlich. Einfach hier auf der... Sag nicht, das ist auch ein Wollstein. Doch. Das Lager aufschlagen. Müssen wir jetzt mal hier rüber. Und dann hier lang. Okay, wir müssen weiter hoch. Deutlich weiter hoch. Okay, hier lang. Dann müssen wir auf jeden Fall darüber. Ach du Kacke. Gut, dass der nicht angreift. Also erst angreift, wenn wir ihn angreifen. Nicht, dass es so einer ist, der auf... Wenn er uns sieht, direkt angreift, Alter. Das wäre jetzt krank. Ein Level 70 Gegner, der uns einfach so angreift. Aber bald ist es ja nicht mehr krank, sondern Realität, weil wir dann stark genug sind für die. Nein. Sag nicht, ich habe mich jetzt echt zugebaut. Oder ich bin falsch abgegangen. This isn't going well. Sorry, it's my fault. Ich bin echt ver... Geil. Danke für das Item. I can't go on. Ja. Ja, auf jeden Fall ein besseres Item gefunden. Keine Ahnung, was das war. War vielleicht eine Waffe. Aber wir haben ein wichtiges Item gefunden. Jetzt können wir hier hochgehen. Ey, meine Fresse. Okay. Wieder rüber. So. Dass man da einfach nicht rüber kann. Ne? Das ist... War eine Falle vom Game. War eine Falle vom Game. So, gehen wir jetzt hoch. Ist eine Höhle, die uns jetzt erwartet. Das nächste Mal, wenn wir dann hier ins Gebiet kommen, sind wir wahrscheinlich total überlevelt für alles hier. Aber das wird bestimmt dann auch lustig. So. Hier rüber. Gucken wir mal, was drüben ist. So, gucken wir mal, was hier drüben los ist. Scheint aber auch ein Kletterweg zu sein. Nope, keiner. Einfach nur Items, die wir mitnehmen können. Was ich nicht schlecht finde. So, hier kommen wir hoch. So, jetzt gehen wir aber den richtigen Weg entlang. Ist das Item schon wieder respawned? Als ob.
frage mich allerdings, wie man da drüben den Ätherkristall erreichen kann. Ohne, dass man da wieder runterspringen muss und von unten noch hochklettern muss oder so. So, hier hoch. Hier eins. Okay, hier sind ein paar Items. Okay, dann sind wir jetzt auch gleich im nächsten Gebiet, wie es ausschaut. Irgendwas fliegt hier rum, was wir besiegen müssen. Gucken wir einfach mal, dass wir dieses Item hier mitnehmen. Und dann hochklettern. Als Gipfel der Schwestern. Jetzt runterspringen. Spaß. Wir sind da. Ryan. Ready to go, Shulk? Yeah. But just hold on a minute. What is it, Shulk? It's about the Monado. I'd like to ask your permission to use it a little longer. Why ask me? The Monado was your sword. But I need it to achieve my goal. So... Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dunban. You fought your way this far. That is proof enough the Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Shulk. Believe in myself? Never lying down. Never giving up. That's our pride and strength as Hons. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island Shulk saw in his vision isn't getting any closer. Okay. Dann gehen wir rein und betreten das nächste Gebiet. Was wieder eine Höhle ist, richtig? Ja. Untere Luftröhre. Ach du Kacke. What is this place? It's giving me the creeps. Hmm. At a guess, I'd say we're inside the Bionis. What is it, Shulk? Oh, nothing. It's just that... it feels like the Bionis isn't really dead. Huh? Wait a minute, Shulk. If the Bionis starts moving around, things won't look good for us. Let's just keep moving. Right. Okay. Luftröhre also, hä? Huh? Ach du Kacke, Alter. Okay, gucken wir einfach mal nach. Was ich noch machen wollte. Kollektion. Schade, können wir da nichts beenden. Da können wir auch nichts machen, auch nicht. Moment. Doch, können wir. Können wir bei... Nee, hier fehlen drei, hier fehlen auch drei. Und hier fehlen vier. Naja, das kriegen wir bestimmt irgendwann fertig. Oder zumindest teilweise voll. Dritte Lunge? Bro, what the fuck ist ein Bionis los? Warum hat er drei Lungen? Ich hinterfrag's nicht, würde ich mal sagen. Wenn der uns anfängt anzugreifen, ne, dann weiß ich auch nicht. Aber Shulk hat schon recht. Wenn Bionis wirklich nicht tot ist, und es sieht auch nicht so aus, als wäre er tot, weil sonst wäre hier wahrscheinlich nichts los.
Jemand kommt her, bin total überrascht. Total. Ihr wollt nach oben, ja? Wartet auf Wasser. Wasser macht Platsch und schießt euch hoch. Irgendwo hier. Das sind diese kleinen Dinger. Gut. Hier, richtig. Ach du Heilige. Holy moly, ne? Okay, Moment, wir sind schon durch. Naja, wahrscheinlich kommen wir jetzt in die andere Lungenhälfte, oder? Ich denke nicht, dass wir schon durch sind hier. Oder das Gebiet wird später noch interessant oder relevant. Obere Luftröhre. Ich glaube, wir gehen einfach weiter im System. Bin mir allerdings nicht sicher. Face Nemesis. Your frame is complete. All that remains is the soul transfer. That damage. Does a weapon exist that can melt face armor? How? Lady Venea, Master Egil wishes to see you. Understood. Tell him I will see him when this face is complete. Acknowledged. I have fulfilled my duty. You and only you can bring about a new age on Makonis. No, the entire world. My mistress, Lady Mayneth. Okay, what the fuck? Ich komme gerade nicht hinterher. Die Story erklärt sich bestimmt von selber irgendwann. Und wir haben tatsächlich ein neues Gebiet erreicht jetzt. Aber wir haben gerade gesehen, dass da ein Mensch reingegangen ist. Die sah tatsächlich aus wie unsere liebe Fiora. Bin mir allerdings nicht sicher. Es kann auch irgendwer gewesen sein. Es war halt weiblich und blonde Haare. Und bis jetzt haben wir halt nur Fiora mit dieser Beschreibung gehabt. Egal. What the fuck? Also heißt es, dieser Gesichtsmekon ist auch ein Mensch. Mit einem Mekon-Körper oder wie? Als Steuerer. Ich, keine Ahnung. Die Story erklärt es bestimmt irgendwann. Lady Melia, withdraw to the Knockon village and let us handle this beast. No, Eisel. Do you really expect me to leave you, run away and save myself? Permit us this once, Lady Melia. It is our honor and our duty to protect you with our lives. Do not fear for us. Flee. I will not. I cannot return to the capital with this monster still standing. Damil!
Bestow the light of your life unto me! Who turned up the heat? I've never seen such a dense forest. Me neither. How much further? This must be the back of the Bionis. If Shulk's vision is right, we've still got a long way to go. You mean go on in this heat? I'm sweatier than a Brog's armpit. We'll have to search for the best route. Sadly, until we find a way, we'll have to put up with Rhine's stench. Sharla? We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Monado. Father! Weak. Weak and pathetic. What or who are you? You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor and Fiora! A silver-faced Mekon. And who was that girl? These visions show me people and places I've never seen. If only I could find out what they mean, we could use them to our advantage. Look over there! A rope bridge. It looks Homs made. Not Homs. Nopon. Though a lot of them have settled in our colonies, the Nopon are originally native to Machna Forest. Do you think they'd know the way to the Bionis Head? I can't say. But walking around in circles isn't going to achieve anything. Our best bet is to look for their village. Okay, der Wald von Machna. Und ich glaube, weiter als das, also das Gebiet kenne ich noch ein bisschen, aber ich glaube, weiter nach dem, das nächste Gebiet nach Machna habe ich nicht mehr gespielt. Bin jetzt ziemlich sicher, dass ich nur noch die Story von Machna gespielt habe oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie viel Story, aber auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen Story von Machna gespielt. Naja, wir werden rausfinden. Weil es kommen bestimmt Sachen, an die ich mich dann nicht mehr erinnern werde. So. Agni Denkmal. Sprechen wir mit dir. Ui, Hom Hom hier? Kann ich überhaupt gar nicht glauben. Muss euch was sagen. Ganz fies, stark hungrige Fressviecher im Magnawald. Will zurück ins Dorf. Macht ihr Monster auf den Weg platt? Stimmt, in diesem Gebiet waren ein Haufen Monster-Quests, glaube ich, dabei. Ui, ihr seht aber groß und stark aus. Hilfsbereit auch, ja? Ja? Aber Vorsicht sein, viele Monster, starke Monster. Ja. Mir noch mehr helfen, ja? Diesmal Magna Löxöten, nein, Lykosen töten. Sehen so böse aus, die wollen uns kleinen Nopon fressen. Oh ja, bin bestimmt sicher. Okay, seid viel zu schwach. Verdaulich. Seid viel zu schwer verdaulich für böse Magna. Lykos. Alter. Ja. Ja, so viele böse, rote, fiese Vogel. Also, wieso willst du, dass wir so viele Monster töten? Ja, gut, die haben dich angegriffen, Gott. Ja. Wie viele Quests gibst du mir? Na, viel zu von uns könnt ihr natürlich verhauen. Monster im Wald, Monster vorm Wald. Einfach alles wegnatzen, was uns auf dem Weg, über den Weg kommt. Okay, gehen wir mal hier runter. Bevor wir in den Magna-Wald gehen. Einfach gucken, was hier unten abgeht. Okay. Ah,
29, 28 passt eigentlich. Die Stärke ungefähr passt zu uns, ja. Ja, stimmt, wir haben eine neue Technik gekriegt. Was macht die denn? Halbiert KP für Spezialanzeige. Die werde ich nur im Notfall benutzen. Dann will ich mich doch verarschen, oder? Komm hier. Hier. Heilen. So. Backslash. Der Slash, der Slash, der Slash. Aber what the fuck hat Ryan denn jetzt für alles Debuffs gehabt? So, hier. So, es sind alle Level 32. Perfekt. Aber die Eulen sind noch ein bisschen stark für uns. Wie es aussah. Komm. Heilen wir Ryan nochmal. So, down mit dir. Die. Kannst du öffnen, danke, dass ich es jetzt öffnen darf. Nektar. Das ist die zweite Portion grüner Diraubsaft. Riecht wirklich streng. Bedenke ihr wirklich, dass Ababa das Zeug trinkt? Ich kann da drüben runter, dann gehen wir doch runter. Ich habe nicht gecheckt, gesehen, dass wir da drüben runter können. Gehen wir einfach mal dort runter und gucken mal in den Strand. Vielleicht ist dann da unten ein Teleportpunkt oder so. Ich hoffe, ihr greift mich jetzt nicht an. So. So, hier. Und down. Ah. Die Viecher sind nett, die greifen uns nicht an, also lassen wir sie erstmal in Ruhe. Bis wir eine Quest kriegen, diese zu töten. Und weil wir gerade erst gelevelt sind, wir brauchen gerade noch keine, also momentan gerade keine EP. Später vielleicht schon, aber jetzt gerade nicht. Und ich will jetzt erstmal gucken, was hier unten so ist. Aha. Okay. Ach du Kacke, das ist... Moment. Sag mir nicht, ich muss das ganze Wasser durchschwimmen. Für die Karte. Game, echt jetzt. Was bist du denn? Noch nicht relevantes, okay. Dann überqueren wir mal die Brücke. Hängebrücke 1. Da gibt es bestimmt noch mehr, die wir betreten müssen. Ja, da drüben 2, 3. Und ist das natürlich 1. So. Aber wenn wir die übertreten haben, gucken wir uns noch ein bisschen um da drüben und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. Dann können wir nächste Folge uns um den Wald von Maka kümmern. Gucken wir uns noch dieses Ausrufezeichen an. Ach, das ist da oben, glaube ich, ja. Der ist braun. Das heißt, der ist ungefähr das gleiche Level wie wir. Kümmern wir uns noch um den hier. So. Bin hier. Widerstanden. So.
Okay, den können wir nicht machen. So. Okay. Magna Leukos. Aber ich schätze, die Vision, die wir die ganze Zeit sehen, ist eher Endgame-relevant. Ich frag mich sowieso, wie das Finale von diesem Game ausschaut, ne? Weil das ein richtiges RPG-Game ist eigentlich, wo wir leveln. Wir können uns bestimmt für den Final Boss überleveln oder zu wenig gelevelt sein. Ja, ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt auf jeden Fall hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir uns den Wald genauer an. Ciao. Oh ja, Gladius.